Weiter geht's mit The Legend of Zelda 1. Ich werde jetzt den ersten Dungeon erledigen. Mit der schönen Dungeon-Musik. Komm, Alter. Danke. Hier gibt's den Schlüssel. In vielen Räumen muss man einfach nur die Gegner besiegen und dann schaltet man was frei. Das ist so die Norm an sich. Ich weiß nicht, ob das für jeden Raum zählt. Manchmal droppt man auch einzelne Gegner, die Schlüssel oder was auch immer da gedroppt werden soll. Oh, das deckt ein Stück. Das war zumindest nicht flüssig. So, der Raum war anscheinend pures Gegner bekämpfen. Aber die droppen schöne Rubine. Ich weiß immer nicht, wo ich zuerst hin soll. Ich werde mich mal links halten. Double Kill. Ist ganz praktisch. Ist tatsächlich ganz praktisch. Hier kann ich mit Schlüssel rein. Was sind das für Gegner? Seltsame Gegner. Komme ich hier rein? Bestimmt Stein verschieben, oder? Yes. Ja, Stein verschieben ist auch so ein Ding, was für Zelda ganz typisch ist. Eastmost Peninsula ist das Secret. Eastmost Peninsula. Ah ja. Was auch immer er damit meint. Ich habe jetzt die Karte. Und jetzt sieht man, dass der Dungeon einer Adler ist. Genau, Adler ist das Wort. Ich habe die ganze Zeit an Igel gedacht, aber es ist kein Igel. Also schon. Kommt drauf an, in welcher Sprache man denkt. Tschüss. Danke. Bumerang, nice. Den rüste ich doch gleich mal aus. Ja, ich gehe einfach mal hier rüber. Weil wenn ich mich recht entsinne, war der Boss hier oben irgendwo. Ich gehe erstmal hoch. Weil wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Der Boss war glaube ich hier drüben in dem Flügel. Ich werde wohl mal hier lang gehen. Au. Hier fällt man runter an den Seiten. Nur ein kleiner Tipp. Komm. Zack. Oh, der hat Schlüssel. Netter Typ. Ich habe mittlerweile schon 3 Schlüssel. Schlüsselinflation. Ich habe auch meinen Bumerang. Macht der Schaden? Ach nein, der stand nur. Noch ein Schlüssel, okay. So, was ist jetzt hier oben? Ah ja, stimmt. Au. Könnte man irgendwas verschieben? Welcher war es? War einer von hier drüben, nicht? Der hier. Genau. Hier gibt's den Bogen. Richtig schön. 2D. Das 2D-mäßige. Ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwie mag ich das. Im Endeffekt ist es ziemlich simpel umgesetzt, aber. Aber naja. Zack. Na toll. Ja, ihr müsst jetzt mal beide nach hinten, genau, und dann kann ich durch. Brauche ich den Bogen? Für den Boss? Ich bin mir nicht mehr sicher. Hatte ich jetzt schon all die Räume durch? Ich glaube, ich war in diesen... den hier unten noch nicht. Vielleicht komme ich ja hier durch mit einer Bombe. Tatsächlich. Und hier ist der Kompass. Der Kompass zeigt mir den Boss an. Ja, da gibt's einen. Ach, hier sehe ich ja, in welchen Räumen ich schon war.
Fällt mir gerade auf. Ja, okay, dann habe ich jetzt alle durch. Ach, ich mag die Musik. Was sind das für Hände? Und warum mag ich sie nicht? Okay. Soll ich die erst alle besiegen oder was ist das? Ja toll. Jetzt kommen eh keine mehr. Ja gut. Oh, das ist der Boss, nicht? Ich bin doch eh resistent. Das ist ein Schwachsinn. Ich glaube, das ist nicht der Boss. Oder? Ist es schon der Boss gewesen? Das war tatsächlich der Boss. Okay, ich habe den. Ich hatte nicht schwierig an der Erinnerung, aber ich dachte, das wäre so ein Vorboss gewesen. Okay, das ist jetzt unglücklich. Das hat nur 6 Minuten gedauert. Ich hatte eigentlich mehr eingeplant. Wobei, eigentlich hatte ich gar keine Zeit eingeplant. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich im nächsten Dungeon, oder? Okay. Ich bin da oben irgendwo. Da. Das ist sinnlos, was ich hier mache. Ich würde mich am liebsten. Ich würde mich am liebsten umbringen. Das klingt jetzt trauriger als es ist. Das klingt nochmal trauriger als es eigentlich ist. Nein, ich meine. Ich muss jetzt eigentlich den Weg zurücklaufen. Weil der nächste Dungeon irgendwo located ist, wo ich jetzt irgendwie mal hinkommen muss. Okay, ich glaube, ich weiß wo. Lol. Der Hit war seltsam, aber er hat gezählt. Ich brauche die Rubine. Naja, das ist hier gerade falsch. Ein schlechter Ort, um nachzudenken. Ich bin jetzt da. Ich gehe mal eins runter. Ja, warte, ich bin glaube hier sogar richtig. Ich muss hier lang. Einfach drauf. Easy. Ich muss hier lang. Dann hier hoch vielleicht. Nee, irgendwie nicht. Hier hoch. Ah, oh Junge. Ja, ich bin sichtlich verwirrt. Danke für das Herz. Und jetzt hier hoch, genau, das müsste es sein. Ja, hier oben. So rein geht's in den Dungeon.